Gestern die drei großen US-Indizes mit neuen Allzeithochs. Japan nähert sich seinem Allzeithoch aus den 90er Jahren. Indien eilt von Allzeithoch zu Allzeithoch. Selbst Taiwan, der Aktienmarkt dort in der Nähe des Allzeithochs. Nur in China der Crash. Das ist etwas, was die Führung in Peking nicht länger ertragen kann, offenkundig. Man fürchtet den Gesichtsverlust und will jetzt massiv Geld investieren, um die Aktienmärkte zu stützen. Eine Steilvorlage für die asiatischen Aktienmärkte, auch für den DAX und die Indizes hier in Europa und später dann in den USA. Der DAX ist ja nicht so toll in das Jahr 2024 gestartet. Kein Allzeithoch, mehr oder weniger leichte Minus. Minus seit Jahresbeginn, aber eben nicht das gezeigt, was die Amerikaner gezeigt hat. Wird jetzt diese chinesische Panikreaktion, könnte man sagen, den DAX ein bisschen nach oben bringen? Der Hang Seng jedenfalls zwischenzeitlich fast 4% gestiegen, nachdem China offenkundig ein Börsenstützungspaket von 278 Milliarden Dollar hier reinpacken will. Die Frage ist, wie langfristig wird das wirken? Ist das wieder ein bisschen Kosmetik oder geht es da um mehr? Schauen wir mal hier den Hang Seng an, wie er reagiert hat. Gleich zur Börseneröffnung, bums, ging es nach oben in diesem Index. Ja, die großen Tech-Werte, Tencent, Alibaba, wie sie alle heißen. Links also die aktuelle Reaktion, so ein bisschen abgekühlt die Party. Aber wir sehen rechts eben das größere Chartbild und das ist ziemlich desaströs. Das ist etwas, was Peking offenkundig jetzt nicht mehr länger dulden und ertragen wollte. Gestern hatte der Premierminister Chinas schon gesagt, wir brauchen bessere Methoden, um den Aktienmarkt irgendwie zu stützen. Die chinesischen Aktien ja mit einem unglaublichen Abschlag in Relation zu den US-Indizes. Aber das ist eben auch kein Zufall. Wir sehen, China und Hongkong insgesamt haben 6,3 Billionen seit 2021 an Marktkapitalisierung verloren. Und der Kommentator auf Finanzmarktwelt bringt es aus meiner Sicht auf den Punkt, Xi ist schlecht für die Märkte, also Xi Jinping, der Stern der chinesischen Wirtschaft, begann zu sinken, als die kommunistische Partei ihre eigenen Tech-Unternehmen einzuprügeln begann und Jack Ma kaltstellte. Völlige Unfähigkeit, Dissens zu ertragen, kontroverse Leute, die eine gewisse Größe erreicht haben, zu integrieren. Und stattdessen bürokratischer Overkill, sichtbar in diesen endlosen Lockdowns, Verschleierung der Wirtschaftstätigkeit, Wirtschaftsdaten als Angelegenheit der nationalen Sicherheit, all das ist ja derzeit der Fall. Die Geheimdienste kümmern sich darum, dass möglichst wenig Schlechtes über die Wirtschaft gesagt wird, weil sich die Führung in Peking bewusst ist, dass schlechte Stimmung eben auch negative Resultate dann erzeugen in der Wirtschaft. Also praktisch eine self-fulfilling prophecy haben. Aber das bringt das Ganze auf den Punkt. Und ein wirklicher Turnaround der chinesischen Aktien dürfte erst dann passieren, wenn Xi Jinping seine Wirtschaftspolitik vor allem ändert, die ja vor allem auf Kontrolle setzt, die vor allem staatliche Unternehmen peppelt und die dafür sorgt, dass Kreativität in chinesischen Tech-Unternehmen unterdrückt wird, wenn dann diejenigen, die kreativ sind, eben gefährlich werden können, zu groß werden, zu bekannt werden, so wie eben Jack Ma. Und das ist das ganze Problem. Hier sehen wir dieses Problem in einer Grafik ausgedrückt, nämlich die Differenz zwischen dem Nasdaq Triple Q und dem C Triple Q. Das sind die chinesischen großen Tech-Werte. Nasdaq nach oben, die chinesischen Tech-Werte massiv nach unten und das alles, obwohl seit 1997 der Money Supply, also die Geldmenge in China, um 3400% gestiegen ist. Seitdem aber sind die Aktienmärkte im Grunde wenig verändert. Das heißt, wir haben eine massive Ausweitung der Geldmenge und gleichzeitig Aktien, die nicht aus dem Quark kommen, auch wenn das zwischenzeitlich mal anders war, aber wenn man das jetzt mal über die große Strecke betrachtet. Aber wie stark hier jetzt zum Einstieg geblasen wird, sehen wir etwa am Securities Daily, das ist die führende Börsenzeitung in China, dort heißt es, ja, der Aktienmarkt könnte seinen Boden gesehen haben, nachdem große Geldmengen in China ETFs geflossen sind und das Sentiment letztendlich verbessern. Das sind im Grunde Propagandaartikel. Im Grunde will dieser Artikel ja, dass genau das passiert, was er hier behauptet, dass schon passiert sei, eben
es ist eben nicht passiert. Aus ETFs ist massiv Geld abgeflossen worden. Die Chinesen selbst haben vor allem japanische Indizes den Nikkei nach oben getrieben und sich auch an den amerikanischen Aktienmärkten investiert und mit Spekulationen hier geholfen, diese Märkte nach oben zu treiben, aber nicht im eigenen Markt. Hier sehen wir mal die Bilanzsumme der People's Bank of China. Die ist deutlich gestiegen in letzter Zeit. Also im Gegensatz zur EZB oder auch eben zur Fed ist hier noch eine Ausweitung der Bilanz erkennbar. Und hier sehen wir mal den Money Supply. There is twice as much money in China as the United States. Also es ist durchaus so, dass da Liquidität ja geschaffen wurde. Und Mitsuo Financial hat neulich gesagt, also ist ja alles schön und gut, ihr habt praktisch so ein Short-Verbot erlassen, der führende Broker hat praktisch das Shorten von chinesischen Aktien eingeschränkt, aber wird alles nichts helfen, ihr müsst Liquidität in die Märkte führen. Genau das scheint jetzt zu passieren, zu einem Zeitpunkt, nachdem eben diese Maßnahmen nicht gegriffen haben, die bisherigen Maßnahmen, also jetzt Liquidität reinschütten und natürlich die Bewertungsniveaus des Hang Seng sind im Vergleich extremst günstig. Und hier das Preis-Buch-Verhältnis ist jetzt in einer Ausgangssituation, von der ausgehend immer ziemlich saftige Rallyes stattgefunden haben in den letzten 10 Jahren, wird das diesmal auch passieren. Wer daran glaubt, der kann sich zum Beispiel mal das China Large Cap ETF anschauen von iShares, FXE ist hier die Kennung. Und sind also die chinesischen Werte, die praktisch an der New Yorker Stock Exchange auch gehandelt werden. Wichtigster Wert dort Alibaba, dann Tencent, dann Meituan, China Construction Bank, also so die Dickfische, die da drin sind, die 10 größten Aktien, Baidu, JD.com, Xiaomi und wie sie alle heißen in der entsprechenden Gewichtung. Keine Anlageempfehlung, aber wer sagt, hey, das ist eine Geschichte, die finde ich interessant, der kann zum Beispiel ein solches ETF sich mal zu Gemüte führen. Auch dieser CQQQ, also CQQQ, wäre da ganz interessant. Wie gesagt, keine Empfehlung. China ist schwer zu kalkulieren angesichts einer faktisch sozialistisch planwirtschaftlichen Politik ist das natürlich schwer zu timen im Prinzip, weil man es hier nicht mit restlos freien Märkten zu tun hat. Schauen wir uns mal an, was die Kollateralschäden ist. Hier musste jetzt ein Hedgefonds schließen, nachdem er eben genau das getan hat, was nicht eingetreten ist. Der war Long China und Short Japan, macht eigentlich auch Sinn. Rein fundamental ist ja Japan jetzt nicht so viel besser aufgestellt als China. Jedenfalls ist das ziemlich in die Hose gegangen, was da passiert ist, zumal eben der japanische Aktienmarkt jetzt immer näher auf seine All-Time-Highs rückt, die er zuletzt vor 35 Jahren erreicht hat. 13% ging es für den Nikkei seit Jahresbeginn nach oben. Wie gesagt, der DAX leicht im Minus dagegen, aber Indien auch sehr, sehr stark überholt jetzt Hongkong in Sachen Market Value, also in Sachen Marktkapitalisierung. Und das sind alles so Dinge, die natürlich der Führung in Peking überhaupt nicht passen, wenn hier Indien vor allem, der Erzkonkurrent, wenn Japan, der nächste Erzkonkurrent, hier davonziehen und alles sonnig zu sein scheint, auch wenn es das faktisch nicht ist, dann ist natürlich hier ein Gesichtsverlust die logische Sorge, die man hat bei den Machthabern, weil man sich sagt, naja, guckt ihr, das zeigt ja, dass auch die Wirtschaft schlecht läuft, wenn eure Börsen schlecht laufen. Also deswegen jetzt die Intervention, wie nachhaltig wird das sein? Eine große Frage. Schauen wir uns dagegen mal die Amis an, da sehen wir Nvidia und Microsoft haben jetzt 75% des Gewinns im S&P 500 seit Jahresbeginn ausgemacht. Die 20 größten Aktien haben 110% ausgemacht. Das heißt, die anderen 480 Aktien, die sind eher ein Belastungsfaktor, eben kein wirklicher Faktor, der positiv ist. Ein Faktor, der auch nicht positiv ist, ist Elöhne. Ich hatte gestern das Video gemacht, tschüss Tesla, bald nur noch Magnificent Seven. Ein Aufschrei von Teilen der Religionsgemeinschaft der Tesla, die allerdings in letzter Zeit etwas stiller ist. Wir haben ja massive Probleme eben
für Musk und Tesla für den gesamten E-Fahrzeugbereich, weil eben die Nachfrage sich abschwächt, während gleichzeitig das Angebot massiv ausgeweitet wird, vor allem jetzt durch den Markteintritt der Chinesen auch in Europa, BYD vor allem. Und hier vielleicht ein sehr interessanter Kommentar von Missy Cummings, sie war Kampfpilotin, Professorin, Regierungsberaterin und einflussreichste Autopilotkritikerin. Und Elon Musk hat ja gesagt, wenn es nicht zu praktisch autonomen Fahren kommt, dann ist Tesla wertlos. Hier sagt Missy Cummings, Elon Musk unterschreibt offene Briefe, die davor warnen, dass KI uns alle umbringen kann. Aber die einzige tödliche KI, der Amerika derzeit aktuell ausgesetzt ist, steckt in seinen Teslas. Das bringt etwas auf den Punkt, nicht ausgereift, nicht wirklich so, dass man sagt, ja, Funst bedenkenlos, und das ist genau das Problem, mit dem Elon Musk jetzt zu tun hat. Weswegen wir auch sehen, dass eben eine Tesla seit Jahresbeginn etwa 16% verloren hat, Nvidia plus 20%, eine Apple jetzt auch im Plus, Microsoft, Google, Meta, die alle sind im Plus. Wir haben es also jetzt mit den Magnificent 7 nicht mehr zu tun, sondern mit den Magnificent 6. Und Tesla ist auch das Stichwort, musste ja hier in Grünheide oder muss in Grünheide 2 Wochen pausieren. Angeblich, weil Teile fehlen aufgrund dieser Geschichten im Roten Meer. Vielleicht ist auch schlichtweg die Nachfrage nicht groß genug, weswegen man da mal ein bisschen die Produktion stillstehen lässt. Aber, however, Tesla, Tesco und andere, Volvo haben ja schon berichtet, wir haben große Schwierigkeiten. Wenn das Ganze noch 1 bis 2 Monate dauert, so sagt ein Analyst hier, dann wird es Gewinnwarnungen hageln bei vielen Konzernen. Wer von der ganzen Geschichte profitiert, sind natürlich die Shipping-Aktien, also die Schiffsaktien. Eine Maersk, wie sie alle heißen, hier sind die Gewinnerwartungen deutlich nach oben genommen worden. Rezession, ja oder nein? Das ist nach wie vor die große Frage neben dieser Zinsfrage, die die Märkte beschäftigt in den USA. Wir haben ja eine massiv invertierte Zinskurve. Und wir sehen jeweils, wenn diese Zinskurven invertiert sind, stark invertiert sind, dann sehen wir Allzeithochs. Aber dann, wenn diese Kurve sich entinvertiert, was derzeit schon bei einigen Zinskurven der Fall ist, dann beginnt die Rezession. Das wird eine hochinteressante Geschichte. Über 60% der US-Großstädte verzeichnen inzwischen eine steigende Arbeitslosigkeit. Die Daten, die offiziell geliefert werden, sind ja so ein bisschen problematisch. Seasonal Adjustments, Burst Death Model bei den Non-Farm Payrolls. Die Biden-Administration hat die statistischen Werkzeuge und den Willen natürlich, die Dinge ein bisschen besser aussehen zu lassen, als sie vielleicht sind. So die Erstanträge, die kürzlich unter 200.000 gefallen waren, aber seasonal adjusted, also wieder saisonal angepasst. Warum macht man das? Warum bringt man nicht einfach eine klare Zahl und sagt, das ist die Zahl? Bums. Nein, seasonal adjusted und du weißt nicht, woran du bist. Das ist das große Problem. Hier sehen wir mal die Allzeithochs, die wir in der Vergangenheit erreicht hatten, hatten dann eine Korrektur zur Folge in der Regel. Mal sehen, ob es diesmal auch so kommen wird. Wir sind natürlich schon ziemlich stark, gerade was den Nasdaq betrifft, überkauft. Der Index, der gestern auch am wenigsten gestiegen ist, dagegen waren es die Small Caps, also die eher verprügelten Nebenwerte, die nicht gut gelaufen waren seit Jahresbeginn, die jetzt wieder offenkundig ein Zeichen sind, dass da ein bisschen rotiert wird. Rotiert wird auch raus aus Bitcoin offenkundig. Bitcoin-Ausverkauf seit ETF-Start nähert sich der 20%-Marke, die Glaubensgemeinschaft Bitcoin. War euphorisch mit Genehmigung des ETFs. Jetzt ist ein bisschen Ernüchterung eingekehrt. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich mal an, was da genau geplant ist seitens Chinas. Und ob das eine Überlegung wert ist oder eben nicht, zu sagen, ja, also in Sachen Bewertung ist das auf jeden Fall interessant. Böse Zungen sagen, geht China long und Nasdaq short, aber das sind böse Zungen, meine Damen und Herren. Die sollten Sie auf gar keinen Fall ernst nehmen. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.